Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Schauen wir mal, was der Merkur macht. Kaufe zum besten Preis. Sehr schön. Und wir sind jetzt hier in Menelaus Grenze. Genau, so. Okay, ich wollte mir hier ein Schiffchen holen. Das ist 38 035. Autopilot aktiviert. Sie sprechen mit dem Was hast du Schönes? Diese Mission sollte sehr leicht sein. Glauben Sie, dass Sie etwas davon interessieren könnte? Transportieren Sie Gagawa. Okay. Herrlich. So. Haben wir eigentlich noch Satelliten dabei? Einen haben wir noch. Da kann ich ihn eigentlich gleich mal hier aussetzen. Navigationssoftware MK. So. Und dann muss ich mir erst wieder welche besorgen. Dann habe ich nämlich keine mehr. Eingehende Nachricht. Navigationssoftware MK1? Bin ich bescheuert? Navigationssoftware MK1. Autopilot, Autopilot. Aktiviert. Ich wollte doch das nicht rausschmeißen. Ich dachte, ich hätte noch einen Satelliten hier an Bord. Na gut, okay. Erz hast du gekauft, die hast du nicht. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, 2700. Die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Energiezellen verkauft. Erz gekauft. Habe ich mich jetzt vertippt? Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher. Energiezellen verkauft. Erz. Okay. Verkaufe zum besten Preis. Nicht die Energiezellen. Das Erz. Kommando akzeptiert. Wo bist denn du eigentlich jetzt? Energiezirkulum. Okay. Oh, das muss ich natürlich wieder einsammeln, meine Navigationssoftware. Und ich dachte, das war ein. Autopilot deaktiviert. Ein Navigationssatellit. Frachtraum enthält nun Navigationssoftware MK1. So, ich wollte. Doch, 43. Habe ich mich doch verguckt hier. 43. Minus 7. Und 35. Autopilot aktiviert. Asteroid. Aha, mein Merkur verkauft hier. Das Erz. Sehr schön. Da wird er nicht. Da auch. Da. Bogas Produktionsstätten stellen. Doch, 145. Ja, da machen wir doch 100 Credits gut pro Lieferung. Wir haben jetzt noch 72.000 Credits. So, dann schauen wir mal, ob wir hier den Tukan-Frachter gleich entdecken. Ich glaube, hier oben neben dem Asteroid ist er. Genau so ist es. Tukan, Frachter. Autopilot aktiviert. Eingehende Nachricht. Fracht. Okay, jetzt kaufst du wieder. Kaufe zum besten Preis. Dann kaufst du wieder Energiezellen. Kommando akzeptiert. Geld 122.000. Na, das hat sich gelohnt. Mit 50.000.
Okay. Autopilot deaktiviert. Tukan, Frachter. Shift Discoverer. Tukan, Frachter. Okay, was schauen wir mal, was der jetzt hat. Der Tukan ist ein Passagier. Oh, da hat schon Schilde, 25 Megajoule-Schilde. Er ist mit allem notwendigen. Aktuelle Höchstgeschwindigkeit 55. Natürlich nicht viel. Lebenserhaltung für Frachtraum. Bis hin zu den neuesten visuellen Unterhaltungsmöglichkeiten. Dann gehe ich erstmal wieder meine Discoverer. Und dem Tukan sage ich, dass er hier erstmal andocken soll. Und wir fliegen dann ein anderes Schiff holen, besseres. Und so müssen wir da hier durchs Osttor. Tukan, Frachter. Und dir sag mal, du sollst sagen, wann du angekommen bist. Okay, warte mal, ich gucke mal. Gibt es jetzt hier die Raumstationen der Navigationssatelliten? Nein. Die Raumstationen der Boronen sind wegen der hohen Ammoniakkonzentration. Ach, da wissen wir nicht, da haben wir keinen Satelliten hinterlegt. Die Raumstationen der Boronen sind wegen der hohen Ammoniakkonzentration. Da auch nicht. Die Raumstationen der Boronen. Auch nicht. Typische Argon-Raumstation, wie sie im ganzen Argon-Föderation. War hier nicht irgendwo eine Satellitenfertigung? Diese Fabrik stellt Navigation. Ja. Sag mal doch dem Tukan. Du sollst da doch schon mal an. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Handel, kaufe zum besten Preis. Erz. Kommando akzeptiert. 80.000 haben wir jetzt noch. Und ich dock dann erstmal hier an. Ne, vielmehr, ich fliege zum nächsten Gate. Wahrscheinlich werde ich dann den Leguan-Angreifer. Hatten der, warte mal. Der Tukan ist ein Passagiertransporter für Frachtraum. Mittlere Entfernungen. 1000, das ist natürlich interessant. Das sollte eigentlich irgendwo ein Osttor sein. Autopilot deaktiviert. Ist es das da hinten? Was ist das so komisch? Okay. Dann fliegt man halt dahin. Eingehende Nachricht. Handel. Okay. 2700. Halt, siehst du? Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten Energie. Verkaufe. Kommando akzeptiert. Ja, jetzt haben wir schon wieder 114. Es wird langsam. Ich bräuchte halt ein bisschen den größeren Frachter, wo ich ein bisschen mehr Erz reinbekomme. Aber das kann ich mir halt jetzt noch nicht leisten. Aber es wird. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Tor, Rolks los. Okay. Dann kauf, verkauf halt das Er. Ach so, doch, 10 ist übrig, okay. 149. Kaufe zum besten Preis. Kommando akzeptiert. Okay. Autopilot aktiviert. Ah, der Tukan fragt das natürlich elend langsam. Aber den werde ich jetzt nicht tunen.
Ich will doch nicht hierher. Ich will doch nicht hier zu dem Osttor, Südtor. Ich wollte doch zu dem Osttor. So machen wir es halt. Gehe zur Position. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu tief. So. Autopilot aktiviert. Hier muss doch irgendwo dieses Tor zu finden sein. Wenn man immer so kleine Reichweite nur hat. Mit dem Scanner hier. Eingehende Nachricht. Fracht, genau. Verkaufe mal dein Erz. Kommando akzeptiert. So, ich gucke mal, wo wir hier sind. Die fliegen alle hier in diese Richtung. Ist es vielleicht hier das Tor? Eingehende Nachricht. Was tummeln die sich denn hier? Ah, genau, da ist doch das Osttor. Da wollten wir doch durch. Du hast jetzt noch Energiezellen. Kommando akzeptiert. Was haben wir jetzt an Geld? 144.000. Ich muss mehr Satelliten aussetzen. Eindeutig. Die Raumstationen der Boronen sind wegen der hohen Ammoniak-Konzentration. Navigationssatellit 0. So, jetzt sind wir hier in See aus Bakzuit. Da müsste ein Ausrüstungsdock sein. Oh, da oben ist ein Tor, das werde ich mir gleich mal angucken. Ach, das ist ein Südtor. Egal. Teladi-Ausrüstungshelfen sind hauptsächlich funktionell und nicht komfortabel. Ihr einziger Daseinszweck ist die Aus- und Aufrüstung. Digitale Sichtverbesserung. Erkundungssoftware, sehr schön. Tor, Profitloch. Das ist gut und jetzt müsste hier auch noch eins sein. Da hinten ist eins. Nachricht. Autopilot deaktiviert. Erz, sehr schön. Verkaufe zum besten Preis. Kommando akzeptiert. Teladi, Bestattungsdienst. Bestattungsdienst. Da oben ist eine Handelsstation. Sind grundsätzlich funktionell, die haben aber nicht auf Komfort ausgelegt. Auch das jetzt kein kein, na, wie heißt's denn? Triplex-Scanner. Das haben, glaube ich, die Boronen. Aber hier gibt es vielleicht schon mal wenigstens schon mal die Erkundungssoftware. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Erz, okay, drei hast du noch übrig. Kaufe zum besten Preis. Dann kaufst du wieder Erz. Kommando akzeptiert.
166. So viel Geld hatte ich noch nie. Ich bin reich. Ich bin reich. Naja, ein bisschen. So. Handel. Im Namen des Vorsitzenden CEO wünscht Ihnen das Teladi-Unternehmen Boost-Erweiterung und heißt Sie willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Erkundungssoftware. Frachtscanner. Installiert. Kampfsoftware. 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 Mars. Installiert. Zielprojektions- Mineralienscanner. Mineralienscanner. Installiert. Spezialsoftware ja. MK1 installiert. Jetzt hab ich schon noch 14.000, aber diese Erweiterung kann Ihnen helfen. Okay, gut. Das hilft jetzt nicht, jetzt habe ich zu viel Geld ausgegeben. Ja, genau, ich wollte erst Erz kaufen. Na egal, das ist halt so, jetzt kannst du es nicht ändern. So. Autopilot aktiviert. Was hast denn du anzubieten? Ich muss ja eh in die Richtung da hoch. Sie sprechen mit dem. Weißt du, wo ich arbeite mit das sein, was ich wollen? Dieser. Ne, sowas habe ich leider nicht. Sie sprechen. Lassen Sie uns die von Ihnen. Mitfahrgelegenheit kann ich nicht. Übertragen. So, jetzt fliegen wir hier durchs Osttor. Oh, haha, 200. Bist du Jack? Kommando akzeptiert. Okay. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommandant. Würde ich gerne machen. Kann ich nicht. Ich habe weder einen Großraumtransporter noch das verfügbare Geld. Ich habe nämlich jetzt nur noch 14.600. Aber ja, das kriegt man schon wieder hin. Ein ständiges Auf und Ab. Jetzt fliege ich erstmal durch. Autopilot deaktiviert. Teladi Profit. Erreiche System. Teladi Profit. Okay. Ich muss hier gerade durchfliegen. Ja, ich krieg einen Laderaum nicht mehr ganz voll. Kommando akzeptiert. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Kohle machen. Ich habe jetzt noch 63 Credits. Sie sprechen mit was? Alle benötigt. 63 Credits habe ich jetzt noch. Na super. Aber ich habe jetzt wirklich schon ganz gute Ausrüstung. Das kann ich dann in den Leguan-Angreifer machen. Kaufe zum besten Preis. Du kaufst mal jetzt wieder Energiezellen, ja? Kommando akzeptiert. 24.000. Okay, das hat nicht sehr viel gebracht. Die Handelsfahrt. Deaktiviert. Sie sprechen mit dem Auto. Benötigt. Wir werden nun die erwünschten Militärtransporter habe ich nicht. Sie sprechen. Erlaubnis.
Service erteilt. Autopilot aktiviert. Teladi-Raumstation. Ah, du hast auch keine Navigationssatelliten. Ich brauche doch Navigationssatelliten. Ui, das war aber knapp. Andockvorgang erfolgreich. Was ist denn das für ein Tor? Das Südtor. Na, das kann ich mir gleich nochmal markieren. Musst du mir durch die Linie fliegen, Kollege. So, hier hoch will ich jetzt. Okay. Kommando akzeptiert. 3 Credits. 3 Credits. Was macht denn eigentlich mein Kollege? Wo ist denn der? Ach, der ist schon da. Na, guck an. Hab grad eh keine Credits, um die Navigationssatelliten zu kaufen. Aber bis er dort ist, habe ich vielleicht ein bisschen Geld. So, ich habe 2800. Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum kann ich verkaufen. Energiezellen. Verkauft. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld. Kommando akzeptiert. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft. Ich brauche halt so schnell wie möglich ein paar mehr Satelliten, dass mein Händler ein bisschen effektiver arbeiten kann. Was denn jetzt? Ach so, ich habe ja nur ein bisschen her. Ja, genau. Hoffentlich kommt jetzt keiner durch und knallt mich hier weg. Autopilot deaktiviert. Und jetzt hier in dem Sektor ist der Leguan-Angreifer. Da hat jemand ganz Nettes in die Kommentare geschrieben, dass der mit der schnellste ist, zumindest das Original. Da hat halt nicht viel Frachtraum, das ist halt das Problem. Gehe zur Position. So 38. 0,35. Ganz da oben. Autopilot aktiviert. Ich habe immer noch 9 Einheiten übrig. Okay, das ist nicht so schlimm. Kaufe zum besten Preis. Du kannst wieder Erz kaufen. Kommando akzeptiert. Wie viel Geld? 39.000, okay. So, wo ist denn der Kollege? Ist er schon hier? Nee, hier ist er. Den anderen, den werde ich hier die Satelliten kaufen lassen. Verkaufe das Erz wieder. Kommando akzeptiert. Du bist jetzt in Herons Nebel. Der Merkur und willst ist wohin? Argon Prime. Und ein würdiger Nachfolger Munitionsfabrik Alpha.
Hä? Ach, da. Diese Fabrik produziert 100, na gut. Ein bisschen Gewinn machst du. Da ist der Leguan-Angreifer. Angreifer. Autopilot aktiviert. Den werde ich jetzt auch erstmal eingehende Nachricht. Richtig ausrüsten. So. 22 Einheiten übrig. Okay, was hast du jetzt noch drin? Energiezellen. Handel, kaufe zum besten Preis. Kommando akzeptiert. Geld habe ich jetzt. Na, wieder 51.000. Okay. Komme ich noch nicht ran, muss noch näher ranfliegen. Schiffssteuerung transferiert. So, wie schnell bist du jetzt? Dieses schnelle Transportschiff kann man schon seit einigen Jahren überall in der Gemeinschaft antreten. 98, okay. Du dockst mal am Ausrüstungsdock an. Erlaubnis erteilt. Kommando und ich auch. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Okay. Und dann werde ich mir die Ausrüstung von dem Discoverer schnappen. Habe ich hier eigentlich Drohnen drin, ne? Nee. Hat der andere Drohnen drin, ne? Auch nicht, okay. Eingehende Nachricht. Handel. Handelscomputererweiterung nicht installiert, okay. Die ist noch in der Discoverer drin. Die hole ich mir aber gleich. Eingehende Nachricht. So, gelandete Schiffe. Jetzt übergebe ich erstmal. Teil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt sie willkommen an Bord. Warentausch. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Erkundungssoft, Spezialkampfsoft, Kampfsoftware, MK1, Navigationssoftware, Duplex, Boost-Erweiterung, digitales Zielprojekt, Handelscomputer, Frachts, Mineralienscanner, transferiert. Okay, du kannst erstmal hier bleiben. Erz, okay, verkaufe dann mal dein Erz. Kommando akzeptiert. Du kannst erstmal du kannst mal hier dein Schild verkaufen. Obwohl, das behalte ich. Diese Satelliten übermitteln sämtliche Navigationsdaten aus ihrem Sektor. Jetzt hat er keine Satelliten mehr. Diese Fabrik stellt Shit, hätte ich fast gesagt. Die Raumstationen der Boronen. Okay, sind wo gibt's noch Satelliten? Typische Argon-Raumstation. Typische Argon-Raumstation. Auch nicht. Typische Argon-Raumstation. Typische Argon-Raumstation. Typische Argon-Raumstation. Navigationssatellit, okay, das ist Wolkenbasis Nordwest. Ups.
Jetzt bin ich hier abgedockt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay. Docke an. Was war, war das hier? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. War das da? Egal. So, ich muss es nochmal hier andocken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke, danke. Ciao.